Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Eye of the Beholder 1. Ja, wir sind hier bei den Dunkelelfen. Haben wir schon ein paar Kämpfe gemacht. Da geht's runter in die 8. Etage. Da wollen wir aber noch nicht hin. Schauen uns erstmal hier ein bisschen um. Aha! Ein Kettchen. So einfach mal anziehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendeinen Nutzen hat. Müssen wir dann so einen Magiezauber. Aha, hier können wir ein Schloss was öffnen. Das ist eine Sackgasse. Ja, dann machen wir das doch mal direkt auf. Da war das. Oh, und hier sind nur Pfeile drin. Echt nur Pfeile? Ja, soll ich dafür den Opfern den Schlüssel? Tja, nee, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Wer weiß, wo dann der letzte Schlüssel liegt, dann finde ich den nicht. Wollen Sie wirklich ihn als Spiel laden? Ja. Und ich habe genug Pfeile. Dann gehen wir mal wo ganz anders lang. Da waren wir noch nicht. Oh, was ist das denn? Nicht trödeln. So, das hat doch ganz gut geklappt. Ach, 14 Pfeile, das brauche ich echt nicht. Speichern. Speichern ist immer gut. Ah! Was war das? Die Druckplatte hier hat das ausgelöst. Boah, von wo kommt der denn der Schuss? Ich weiß es nicht. Wohin kann ich denn dann fliehen? Oh, alle tot. Ups. 4-1 ist Spiel laden. Stehen wir direkt da vorne. Nicht trödeln. Ja, da muss ich aber schnell rennen. Versuchen wir es mal geradeaus. Gegner. Ah, umzingelt. Das ist nicht gut. Ah, Mist. Nice one, Adamantienschwert. Feuerballrolle. Ja, das ist doch ganz nett. Und dann gehen wir mal wieder die. Das war ganz schön knifflig gerade. Also ich muss ganz schnell da lang rennen. Nicht trödeln.
Sonst geht's mir gar nicht gut. Sollte ich mal wieder speichern? Weil das ist ja schon übel, so ein mega, was auch immer das war, Feuerball oder was auch immer. Hier sind aber keine Druckplatten. Aber hier. Gift verlangsamen. Puh. Man muss schnell sein. Nahrung erschaffen. Hier ist gar keine Druckplatte, okay. Hier ist eine weitere Tür. Ein weiteres Schloss. Mal gucken, ob ich hier durchgehe. Oh shit. Oh! Okay, das ist schon mal gut schief gegangen. Ich weiß auch nicht, woher die kommen. Sieht aber nach Feuerbällen aus. So, wo gehen wir denn jetzt lang? Brauche ich die Rollen da unten? Die brauche ich eigentlich gar nicht. Schauen wir erstmal, was hier ist. Hier geht's runter. Niemand schafft es, die Tür zu öffnen. Ah, so. Hey, Gegner. Nice one. Segen. Okay, und eine weitere Halskette. Geben wir mal ihm. Und Proviant. Lecker. Noch großes Essen sonst. Süden weiter oder nach Norden? Nee, von Norden kam ich doch. Ah. Das ist die Tür, wo ich gerade eben vorstand. Ja, dann speichern wir mal hier. Nicht, dass hier wieder nur Schlüssel. Obwohl, vielleicht kann ich die sogar knacken. Wie sieht's aus, Kärtchen? Lässt sich nicht knacken. Solange da keine nur Pfeile. Oh, eine Etage nach oben. Den kenne ich noch nicht, den Weg. Das heißt, wieder zurück in die sechste Etage. Ist die Frage, wo komme ich jetzt raus? Einzelner Raum. Ein Steinring. Ah, das ist ein weites Teilmosaik von den Portalsachen. Kann das kann man wegschmeißen. Kettenhemd. Irgendwo noch raus.
Ja, okay, das ist auf jeden Fall wichtig. Das muss ich auf jeden Fall machen. Weitere Türen. Oh. Ah. Ah, das ist im Kreisverkehr gewesen. Das heißt, ich bin hier wieder zurück. Ja, das ist die Tür mit den Pfeilen. Gehen wir mal hier lang. Oh, Feinkontakt. Oh, weg hier. Kein Zauber. Halt. Puh, die waren widerstandsfähig. Alle Sachen wieder einsammeln. So, das Adamantium-Schwert brauche ich nicht, da haben wir einen besiegt. Fehlen aber noch ein paar Waffen irgendwie. Wo liegen die? Was fehlt mir denn genau? Ein Dolch. Ah, hier ist einer rübergegangen. Ja, mir fehlt der Krumm. Das Krummmesser fehlt mir. Ja, das brauche ich ja auf jeden Fall. Das vielleicht irgendwie da drunter. Geht's runter. Ah, da ist es. Sehr gut. Würde ich sagen, machen wir hier einen Break. Bis zum nächsten Mal, euer Chojin.